Ja, wir sind daran auch nach Reise. Ich muss hier los. Damit ein wunderschön herrliches Willkommen hier auf meinem Kanal Yannick Vlog TV. Heute nach längerer Zeit geht es für mich wieder auf eine spannende Reise. Es kommen ein paar weitere tolle Videos. Guten Tag, hier ist Benjamin. Ich habe gerade meine S-Bahn verpasst, vor der Nase weggefahren, erreiche ich den Anschluss nicht um 14.31 Uhr. Würde das mich nicht zusätzlich irgendwas noch kosten, weil ich ja die Fahrt ja in dem Fall nicht antreten kann? Danke, gleichfalls. Tschüss. Kurze Info für euch. Ihr habt mich gerade euch überhaupt gedacht, was ist denn jetzt passiert? Ich habe leider meinen Zug oder meine S-Bahn ist vor der Nase weggefahren. Eigentlich wollte ich ein paar Minuten vorher losgehen, aber ihr kennt alle. Man hat noch hier noch was irgendwie zu tun und da noch. Und ja, hier habe ich eben die S-Bahn verpasst. Bekomme leider den Anschluss hier nicht mehr. Hier muss ich leider 2 Stunden warten. Ich nehme euch aber auch den ganzen Tag mit. Ja. Geht er dann endlich in den ICE, der hat ein bisschen Verspätung, aber das sollte auch kein Problem sein. Wir sind hier in Platin, hatte der ICE Verspätung und doch, ihr hört, nicht erreicht wurde. Somit war nochmal eine Stunde Wartezeit circa und dann geht er nicht, dann gleich auch weiter nach Dettendorf. Wir sind in Dettendorf angekommen. Ich verrate euch hier auch, wieso, warum ich hier bin. Ich mache hier in Dettendorf eine Woche Praktikum. Wie die Praktikumwoche genau aussieht, da erzähle ich in dem nächsten Vlog oder übernächsten Vlog euch genauer. Und ja, das war hier erstmal. Und warum bin ich denn hier eigentlich hier in Dettendorf? Wie schon in manchen Gesprächen gesagt, tue ich mich ja ein bisschen, möchte ich mich ja weiterbilden in den Bereich und deswegen suche ich neue Weitermöglichkeiten. Und hier habe ich eine Woche Praktikum. Ich bin mal gespannt, wie das dann alles so genau wird. Was dann am Ende dann, der Woche rauskommt und danach, das ist
der Rat noch fraglich. Da überrasche ich mich selber ein bisschen noch. Und dann sage ich einfach, dann werde ich euch irgendwann euch mitteilen, wie genau die Sache ist. Und dann geht euch alles weiter. Aber hier habe ich erstmal, bin ich eine Woche circa hier. Ja, ich weiß, der Halt hier sehr schön. Supi. Okay, dann sage ich erstmal, die Zugfahrt war anstrengend. Ich muss ja mal ein bisschen auspacken. Da packe ich noch ein bisschen was rein. Aber in dem Sinne sage ich jetzt schon offiziell, habt einen schönen Tag. Und dann habe ich hier auch alles schon aufgebaut. Und dann sage ich einfach nur noch, wir sehen uns das nächste Mal zum nächsten Video. Schönen Tag, macht gut, tschüss.